Grüß euch und hallo zusammen. Sonntag ist und was hat man besseres vor am Sonntag? Wir fahren demonstrieren. Das Viertel nach Eifel, stehe auf der Münchner Riesenwiese, direkt unterhalb von der Bavaria. Den Platz kennt man sonst vom Oktoberfest. Und es füllt sich schon langsam, aber wir haben ja noch einen Haufen Zeit. Heute mal mehr Busse wie Bullocks. Aber das ist schon recht so. Sonst heißt es ja wieder, es ist bloß eine Bauern-Demo und es sind bloß ein paar Leute da. Nein, ich glaube, den Platz den werden wir schon vollbringen. Ich bin ja gespannt, was da heute los ist. NTV berichtet von unserer Großdemo. Nein. Demos gegen rechts. Großkundgebung, der Mittelstand steht auf. Also ganz ehrlich, eine gezielte Nachricht an die Presse. Wir haben euch eingeladen. Fair behandelt. Und wir wollen von euch auch fair behandelt werden. Und es ist ein ganz ein wichtiges Thema in diesem Land. Man hat es geschafft, dass man uns wegen der Kfz-Steuer und wegen dem Agrardiesel auf die Straße getrieben hat. Aber das ist ja nicht das Einzige. Wir Bauern sind die letzten Jahre wie eine Sau durchs Dorf drin geworden und gegängelt worden für alles, was schlecht gelaufen war oder ist, sind wir die Schuldigen gewesen. Wir haben Auflagen bekommen, die wo total widersinnig sind, die wo gegen unsere Ausbildung sind. Man muss sich das einmal vorstellen, was da alles passiert ist. Wir sollen auf unsere Felder nicht mehr fahren, wenn es Wederski ist, sondern wenn das Datum das sagt. Ja, wo gibt's denn sowas? Der Gesundheitsbereich wird um ein Drittel gekürzt. Wir stehen also auch vor einer Katastrophe im Gesundheitswesen und das muss verhindert werden. In meinem Bereich stellt man dann eine Diagnose und meine Diagnose ist, die Politik ist krank. Bürokratie verursacht nicht viel Arbeit. Sie nimmt uns Zeit und Raum für Ideen und Innovationen und Freiheiten. Ein Bombenwetter und wir haben gesagt, wir fangen jetzt einmal das Heckenschneiden an. Wie jedes Jahr muss ein bisschen was von den Hecken dran glauben. Die müssen alle 5 Jahre mal auf Stock gesetzt werden, dass sich die Hecke wieder verjüngt. Nicht, dass dieses, sonst stirbt die Hecke innen und wird bloß breiter. Und jetzt werden wir sie von außen eben wieder schmäler machen und die großen Haselnussbuschen und so, die werden alle abgeschnitten oben. Und dann haben wir da einmal 200 Meter Hecke. Das haben wir jetzt einmal, ich würde sagen, ein bis zwei Tage beschäftigt. Und dann schauen wir weiter. Ja, aber am Sonntag war ja eine Demo in München. War eigentlich eine schöne Veranstaltung, muss ich ganz ehrlich sagen. Waren viel Leute, aber es hätten natürlich noch viel mehr sein können. Wir waren ungefähr 10.000 Leute, also das, was da die Zeitung geschrieben hat, das glaube ich, das passt schon. Busse aus ganz Oberbayern und Allgäu da, also schon gut besucht. Aber man hat halt auch gemerkt, wir waren ungefähr 90% Männer. Also wenn die Ehefrauen mitgefahren waren und vielleicht bei jeder Familie noch ein Kind dazu, dann waren wir halt nicht 10.000, sondern waren wir 30.000 oder 40.000 Leute gewesen. Das war ein bisschen schade, weil sich die 10.000 auf der Theresienwiese natürlich komplett verlaufen auf dem Riesenareal. Also dieselbe Menge Leute auf dem Odeonsplatz, da hätte man die Stadt so gemacht. So war es, naja, hätte besser sein können. Ausbaufähig, aber eine schöne Veranstaltung. So, wir schmeißen mal die Sägen an und werden die Hecke ein bisschen kurz machen. Theresa freut sich schon komplett drauf. Mal wieder richtig Motorsäge schneiden. Ja, und auf der Seite müssen wir die auch ein bisschen kürzer machen. Aber da fällt es nicht so weit wie auf der anderen Seite. Ah!
So schaut es dann aus. Schmeißen wir den Teig raus. Das müssen wir dann mit dem Radlader wegräumen. Und dann arbeiten wir uns da schön gemütlich die Hecke entlang rauf. 2 Stunden Arbeit und wir haben schon gut was geschafft. Sind wir schon, ja, ich sage jetzt einmal 2/3 rum. Drüben sind wir, naja, ich sage noch nicht fertig, aber haben wir mal alles, was raus, Wiesen rausgewachsen ist, weggeschnitten. Jetzt sind wir auf der Seite dabei. Ausschauen da wieder gekreuzigte mit den ganzen Stachelgeschichten da drin, von Rosen über Schwarzdorn und was halt sonst so in der Hecke noch drin ist. Ja, manche Sachen sollte man in die Hecke pflanzen. Dazu gehört der Schwarzdorn. Fuchsbau haben wir auch herin, den werden wir auch ein bisschen stören. Und dann müssen wir hier noch etliche Bäume rausschneiden, weil das sind zu viele, die da drin stehen. Er soll ja in der Hecke, soll er bloß alle 10 Meter am Baum drin sein. Das Rest soll ja, der Rest soll ja tief bleiben. Weil sonst machen die Bäume machen zu viel Schatten und dann druckt die Hecke nach außen und innen ist sie tot. Und darum gehört die auch alle 5 Jahre mal auf Stock setzt, dass ich das verjüngern kann, dass wieder Licht reinfällt. Ja, und da sind wir jetzt gerade dabei. Naja, ein paar Meter haben wir schon noch. Aber zum Teil steht gar nicht viel. Und zum Teil ist halt richtig dick. Drüben war es vor allem ganz schlimm. Da herum ist nicht so tragisch. Und mal schauen, was ich mit dem ganzen Heckenschnitt mache. Es ist fast ein bisschen früh, um es wieder reinzustecken. Aber das sehen wir dann. Es klingelt zum Essen. Wir fahren zum Mittagessen. Wir werden ja aus der Luft überwacht. Wir sind jetzt heute ein bisschen am Demonstrieren. Wir sind heute der 31. Januar bayernweiter oder bundesweiter Aktionstag nochmal vom Bauernverband. Und wir versuchen alle Autobahnauffahrten in Bayern zuzumachen. Wir stehen jetzt da in Schäfland. Aber das ist Blockade light, weil wir müssen alle Viertelstunde wieder für 5 Minuten Verkehr durchlassen. Jetzt im Moment staut es gar nicht so arg, aber in der Früh war schon noch ganz schön was los. Man muss natürlich den Platz, die Zeit nutzen und dann wirst du halt zusammenstehen und dann wirst du halt ratschen und ein bisschen Kaffee trinken und dann wird es schon. So, jetzt ist es wieder soweit, jetzt machen wir wieder die Autobahnauffahrt freimachen. Und dann machen wir wieder 5 Minuten auf, aber es hat sich eh nichts gestaut, also alles gut, aber wir sind ja ordentliche Demonstranten. Wir haben wieder zugemacht. Schauen wir mal, ob die Würste schon warm sind. Weil wir haben einen Grill aufgebaut und Garnituren. Aber wir werden da ganz schön Personal binden von der bayerischen Polizei. Wir haben hier 1, 2, 3, 4 Polizeiauto. Mit jeweils 2 Leuten. Und 2 Polizeimotorräder. Also 10 Polizisten für ja, vielleicht. Ich weiß gar nicht, wie viele wir sind, 12 oder 13 Bahnen mit ihren Traktoren. Passt schon. Wir haben unseren Spaß. Das Wetter passt halt auch. Weil wenn es kalt wäre und regnen würde, dann war es nur halb so schön. Dann darf man uns jetzt nicht zum Grillen setzen. Aber man muss schon sagen, die Polizisten die sind alle griebig drauf. Wir haben da gar kein Problem miteinander. Und am liebsten dann sie sich mehr mit dazu hocken zum Grillen, glaube ich, aber dürfen natürlich nicht. Das ist ja Vorteilsnahme und so. Also immer vorsichtig sein. Ah, es riecht schon gut. Wir sind wieder beim Heckenschneiden. Heute Vormittag beim Autobahnauffahrt blockieren. Jetzt muss man das schöne Wetter und deren ein bisschen Heckenschneiden. Also die Hecken haben wir ja gestern gemacht, da sind wir links und rechts fertig. Da müssen bloß noch ein paar Baum raus und in der Mitte ein paar Haselnussstauden zugeschnitten werden. Und jetzt sind wir da an der Hecken. Dann ein bisschen Platz schaffen. Erstens da an der Straße entlang.
Da haben wir schon abends Arbeit. Ich habe bloß vergessen, dass ich Kamera in der Tasche habe und habe nichts gefilmt. Auch wenn wir es weggeschoben haben. Das müssen wir halt dann jetzt auf der Rückseite filmen. Ich bin da schon mal halb her vorne. Theresa arbeitet da hinten noch. Jetzt helfe ich ihr mal ein bisschen und dann schieben wir das Zeug zusammen und stopfen es in die Hecken. Und dann ist da wieder gut. Aufgaben, das können wir so lassen für die nächsten paar Jahre, bevor wir wieder alles auf Stock setzen müssen. Ich habe schon gesagt, für so Jobs wäre es ein Auffasssäge am Bulldog recht, aber wenn die Dinger nicht immer so teuer waren. Na, schauen wir mal. Gut, nächste Baustelle, aber nicht mehr heute. Und ich würde sagen, wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt es uns einen Daumen hoch und führt euch. Bis zum nächsten Mal.